Jo, grüß euch meine Lieben, Austrian Maniac da. Und zwar, ja, Cyberpunk 2077 ist jetzt ja mittlerweile wieder ein bisschen, sagen wir es mal so, beliebter geworden, weil die Bewertungen und so weiter sind besser geworden. Und ich würde jetzt einfach mal reinschauen, was sich da wirklich jetzt geändert hat. Vor allem auch dadurch, dass ich meine Grafikkarten upgradet habe. Und ja, eben Raytracing und so weiter nutzen kann. Jetzt wollte ich da noch einmal die Grafikeinstellungen durchgehen. Bewegungsunschärfe und so weiter, das schalte ich eigentlich sowieso immer aus. Da lassen wir gleich alles auf hoch. Raytracing lassen wir an. Raytracing durch Beleuchtung. Psycho. Ja, bringt glaube ich eigentlich gar nicht so viel. Aber lassen wir das immer ein. DLSS. Schalten wir jetzt mal für den Anfang einmal aus. Und so, das passt so eigentlich. Mal schauen, was da so rauskommt. Weil die ganzen Updates und so weiter, was kommen sind, sind ja eigentlich relativ gut geworden. Jo, okay. Das ist jetzt Vorführeffekt. Jetzt haben wir bei 39 FPS. Das unter Full HD. Jo. Ist schon mal um einiges besser als mit der 1080er vorher. So. Bitte nicht! Ich glaube, da hätte ich mit den Einstellungen. Ich meine, gut. Raytracing hätte ich sowieso ganz gehabt. Und ich werde dann auch ein Video machen, wo ich ein paar Mods installiere. Zum Beispiel die Metro, die ist ja jetzt kommen. Wo man dann endlich das Metro-System benutzen kann. Update, die Autosteuerung ist noch immer komplett beschissen. Nicht mehr so beschissen, aber trotzdem noch beschissen. Das erinnert mich zu sehr so an GTA 4 irgendwie. Ich habe die Autosteuerung dort gehasst bei gewissen Autos. Aber ja. Ja, sag ich mal so, ja. Jetzt beim Autofahren 45 FPS ist eigentlich relativ angenehm. Ist jetzt vielleicht gut oder da ein bisschen blöd zum Lesen, weil auch die Lebensanzeige und so weiter oben ist. Aber ja. Sommer so, das schaut gut aus und läuft für das angenehm. So, jetzt probieren wir mal das Raytracing von Psycho auf Normal zum Stellen, also auf Ultra zum Stellen. So. Das sind schon mal fast 10 FPS mehr. Ich merke jetzt eigentlich keinen Unterschied. Und so ist es eigentlich sehr gut spielbar. Also, man ist halt fast an der 60 FPS Grenze. Gut, für High FPS Spieler ist das halt natürlich nichts. Aber schon mal sehr, sehr gut. So. Wenn man jetzt sagt, okay, gut, interessiert Raytracing nicht, aber zuerst machen wir es mit DLSS. Und da würde ich sagen, gehen wir auf ausgeglichen. So, sind wir bei 80 FPS. Also das ist halt da schon krass.
Also da merkst du halt wenigstens einmal einen Leistungsboost. Im Gegensatz zu Battlefield derzeit, ne, beim 2042. Man merkt jetzt halt schon die Treppchenbildung da oben, zum Beispiel bei den Fenstern und bei den Gittern und so. Und natürlich auch, wenn man mal weiter weg schaut, jetzt ist halt nur die Frage, ne, nimmt man das halt in Kauf für das, dass eben die Spiegelungen und so weiter da sind. So wie da die Kabel und so, da sieht man es jetzt sehr gut eigentlich, wenn man sie bewegt. Die Stromkabel oben. Und jetzt einige. Und DLSS ausschaut oder probieren wir es mal auf Qualität. Qualität ist es schon mal nicht so schlimm. So, wo waren wir da? DLSS da. Automatisch und aus. So. Aus hat man es halt gar nicht. Also, ich weiß nicht, da ist man halt jetzt rein optisch das schon lieber. So wie ich es jetzt spiele. Das ist so, ich habe jetzt nicht unbedingt die 70-80 FPS, sondern bin so zwischen 50 und 60 und habe dafür ja, relativ ordentliche Optik. Aber man kann ja noch was machen. Zum Beispiel da jetzt auf der Seite, bei der Straße, die Spiegelungen, wo es sind. Da sieht man jetzt gar nicht so viel. Am meisten merkt man es, muss ich sagen, wenn es regnet, die ganzen Pfützen und so weiter. Was wir jetzt leider nicht haben. Aber. So. Wir werden wahrscheinlich trotzdem einen ziemlichen Leistungsboost merken, wenn wir jetzt Raytracing komplett ausschalten. Okay, so extrem ist es nicht einmal. Also zumindest jetzt da. Gut, man ist jetzt halt bei den 60 FPS. So, die Spiegelungen da sind eigentlich noch immer relativ normal. Und merkt man jetzt beim Auto eigentlich irgendwie krasse Unterschiede? Das wäre vielleicht noch interessant zum Schauen gewesen. Gut, du musst auf Ultra. So. Ja gut, beim Auto merkt man es halt schon. Aber ist jetzt auch nicht so extrem, finde ich, ehrlich gesagt. Also zumindest unter Full HD finde ich das jetzt nicht so extrem, dass man sagt, gut, das ist mir jetzt der Leistungseinbußen wert. Klar, da schaut es schon richtig geil aus, also mit dem, wenn er das Licht spielt. Ich weiß jetzt nicht, wie das ohne ausschaut. Das ist halt wieder alles so, kommt das von dem oder kommt das nicht von dem? Keine Ahnung. Man weiß es nicht. So. Na, kommt nicht von dem. Also, ich muss echt sagen, da schaltet lieber Raytracing aus. So. Extrem finde ich das nicht. Man kann dann natürlich auch Raytracing ausschalten und DLSS ein. Aber wie gesagt, da ist mir lieber die Optik. Wegen der Treppchenbildung und so weiter. Säcke noch immer oder was? Aber man merkt halt schon extrem, sobald man die 60 FPS hat oder
mehr dann eben. Das Zählen per Maus ist dann halt schon einiges angenehmer. Das muss man halt schon dazu sagen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, man spielt mit Controller, dann könnte man vielleicht durch und durch auch mit ein bisschen weniger FPS klarkommen. Aber ganz ehrlich, ein Shooter am PC, also zumindest ich bin dafür im Controller zu dämlich. Muss ich sagen. Ja. Und ich würde sagen, das war's. Also im Großen und Ganzen läuft's sehr gut. Aber ich finde, es könnte noch immer einen Tacken besser laufen. Aber auf der einen Seite muss man da bedenken, Open World und die Lichter und es ist schon alles sehr, sehr lebendig, auch mit den Leuten und so weiter. Man kann ja auch noch die Bevölkerungsdichte zum Beispiel runterschrauben, was vor allem in so überfüllten Stadtgebieten nochmal einen gewaltigen Boost gibt. Aber so macht es jetzt auf alle Fälle mehr Spaß als damals mit der 1080er. Obwohl es dort für das eigentlich auch relativ gut gelaufen ist. Und ja, falls ihr irgendeine Fragen habt oder so irgendwas, einfach in die Kommentare werfen. Mir würde interessieren, mit was für Setups ihr das spielt. Habt ihr irgendwie was aufgerüstet oder was auch immer? Was habt ihr für Leistungssprünge gemerkt? Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.